So, ich habe schon ein Video dazu gedreht, über den vierten Prüfungsversuch. Eine Besonderheit, die wir hier haben an der Technischen Hochschule Mittelhessen im Fachbereich Informatik. Ich habe in dem, das gilt auch für andere Fachbereiche, stehen in unserer Prüfungsordnung. Ich habe in einem früheren Video empfohlen, dass wenn man eine mündliche Prüfung hat, dass man sie eher mündlich machen sollte. Jetzt ist die nächste naheliegende Frage, welchen Prüfer soll ich nehmen? Wer kommt da für mich in Frage? Mal kurz scharf stellen. So. Die entscheidende Frage nach dem Prüfer fängt dort an, mit wem kann ich gut. Rufen wir uns gerade in Erinnerung, der vierte Prüfungsversuch ist dieser Alles-oder-Nichts-Versuch. Wenn Sie den versemmeln, dann war es das mit dem Studium und die Informatik bleibt für Sie in ganz Deutschland nicht mehr studierbar. Also ist ein wichtiger Punkt, was passiert an diesem vierten Versuch. Also sollte man sich einen Prüfer aussuchen, eine Prüferin, zu der man eine empathische Beziehung hat, wo man das Gefühl hat, diese Person ist auch in der Lage, auf einen einzugehen. Auch als Mensch und nicht nur als dieses Thema, ich bin jetzt gerade der oder die Geprüfte. Was viel wichtiger ist, weil das ist meistens leicht klärbar, wen hätte man gerne als ersten Prüfer, ist der Zweitprüfer. Passen Sie auf, nur weil, wie zum Beispiel bei uns in der Informatik, wir Kollegen, Fächer wechseln, das gleiche Fach wird im Wechsel, mal Winter-Sommersemester von verschiedenen Kollegen gelesen, wie man das so nennt. Deswegen sind diese zwei Personen nicht automatisch die besten beiden Prüfer, die Sie haben können. Zwei verschiedene Menschen, zwei verschiedene Persönlichkeiten, vermutlich verschiedene Ansätze in der Lehre, verschiedene Menschenbilder. Sie kennen nicht den Umgang dieser zwei Menschen miteinander. Wie gut können die miteinander? Haben die Animositäten? Mögen die sich? Sind die freundschaftlich verbunden? Haben sie die gleiche Einstellung gegenüber einem Prüfling im vierten Prüfungsversuch? Sie können sich in der Vorbereitung nur auf einen Menschen konzentrieren und müssen sich darauf verlassen, dass der zweite Prüfer im Sinne des ersten agieren wird. Darum fragen Sie Ihren Erstprüfer, wen er Ihnen als Zweitprüfer empfehlen würde, als Beisetzer in der Prüfung. Was ich entscheidend finde, welche Frage Sie unbedingt stellen sollten, ist, was ist das, was ich können muss, um diese Prüfung zu bestehen? Was ich anfangs sagte, es geht hier um alles oder nichts. Da ist kein großer Spielraum mehr. Es geht jetzt gerade nicht um die 1 oder die 2, die man macht in diesem Fach, sondern erstmal um das Bestehen. Danach wäre wunderbar, wenn Sie so solide und sattelfest sind, dass Sie eine schöne Note machen können. Aber wenn Sie nicht mindestens bestehen, ist das Spiel verloren. Also müssen wir diese Schwelle ganz klar kriegen, was erwartet ein Prüfer, eine Prüferin von mir, damit ich diese Hürde überspringen kann und weiterkommen mit meinem Studium. Unbedingt darüber reden, auch wie das Prüfungssetting aussieht. Nämlich an dem Tag werden Sie aufgeregt sein, es geht schließlich um alles oder nichts. Was wird Sie erwarten? In welchem Raum wird mit einer Tafel gearbeitet? Sollen Sie etwas live programmieren? Sollen Sie auf dem Zettel was erklären? Das sollten Sie auch vorwissen, um sich darauf einstellen zu können. Eine Frage, was kommt denn alles dran, können Sie vergessen. Weil was werde ich als Dozent dazu sagen? Alles, was ich Ihnen beigebracht habe, alles, was wir in der Vorlesung gemacht haben, das ist weniger zielführend. Denken Sie dran, zielführend ist die Frage, was muss ich können, um bestanden zu haben. Wenn Sie auch mal versuchen, einen Perspektivwechsel als Prüfer, als Prüfling, versuchen sich mal in die Situation des Prüfers hinein zu versetzen. Für den ist die Situation relativ normal, das kommt häufiger vor, den vierten Prüfungsversuch zu machen. Die Person selber ist nicht aufgeregt. Sie wird aber eine Strategie haben, um festzustellen, dass sie selber es verantworten kann, diese Person im Studium weiter vorankommen zu lassen. Hat also bestimmte minimale Grunderwartungshaltung. Die Person wird versuchen, herauszufinden, wie ist ihr Wissensstand. Welche Sachen können Sie? Die Person wird vermutlich auch versuchen herauszufinden, naja, wenn das eine nicht läuft, können Sie etwas anderes. Versuchen Sie, diesen Perspektivwechsel hinzukriegen und mit diesen Augen durchaus Fragen zu stellen, um eine Vorstellung zu bekommen, was Sie erwartet. Lernen Sie auf eine 2,
Meine Devise ist, wenn Sie auf eine 4 lernen, zocken Sie, dann können Sie auch durchfallen. Wenn Sie auf eine 3 lernen, dann können Sie möglicherweise eine 4 bekommen, aber das ist das Risiko, die 4 ist nah bei der 5 und dann sind Sie durchgefallen. Eine 2 ist etwas vom Anspruch, wo Sie davon ausgehen können, dann kann Ihnen nicht mehr viel passieren. Sie müssen auf Nummer sicher gehen. Auf eine 1 zu lernen ist auch ein Anspruch, der ist nicht für jeden einlösbar. Aber das, was Sie an Fleiß leisten können für eine 2, das müssen Sie unbedingt erbringen, weil das ist immer ein Kriterium für Prüfer. Man möchte sehen, dass die Person, die man prüft, etwas getan hat, sich etwas erarbeitet hat und nicht am Fleiß das Ganze scheitert, weil bestimmte Sachen kann man können und wissen, weil man sie gelernt, geübt und gemacht hat. Und das ist immer ein gewisser Minimalanspruch. Darum sollten Sie auch immer versuchen, klarzumachen, was Sie erarbeitet und was Sie getan haben, auch in der Prüfungssituation, was Sie sich angeschaut haben. Sie dürfen je nach Prüfer durchaus offen sein, was Ihnen vielleicht schwerfällt an der Stelle und ob Sie was anderes machen können. Sie können eine Prüfung mitsteuern. Auch das ein wichtiger Aspekt. Falls Sie also in diese Lage kommen, einen vierten Prüfungsversuch zu haben, vielleicht hilft Ihnen dieses Video, aber auf alle Fälle sprechen Sie mit Ihrem Prüfer oder Prüferin. Viel Glück!